Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich sehr, Sie heute zu einer weiteren Ausgabe im Rahmen der Ringvorlesung des Zentrums für Altertumswissenschaften ZAZ begrüßen zu dürfen. Die Ringvorlesung steht ja unter dem Titel Naturkatastrophen, Epidemien, Plagen und was sie mit uns anrichten. Das ist eben besonders spannend. Und wir haben heute einen besonderen Gast unter uns, Frau Professor Katharina Michalowa. Sie ist ordentliche Professorin für politische Ökonomie der Entwicklungs- und Schwellenländer. Ihre Fachgebiete sind Effizienz von Entwicklungshilfe, Entwicklungspolitik, entwicklungspolitische Entscheidungsfindung auf nationaler und internationaler Ebene, internationale Klimapolitik, Rolle internationaler Organisationen bei Klima und Entwicklung. Also ganz spannende Gebiete eigentlich, die auch natürlich jetzt auch aktuell sehr spannend sind, wie wir alle wissen. Und sie würde heute zum Thema Katastrophen und Governance im globalen Süden reden. Es ist mir eine Freude, Sie kurz einzuführen. Sie hat ein sehr spannendes CV auch. Ich habe das natürlich des Langen und des Breiten studiert. Sie hat an der Uni von Mannheim und am Delhi School of Economics in Indien studiert, hat dann das Diplom of Economics, also das ist eigentlich ein MA, an der University of Mannheim gemacht und dann abschließend verschiedene Positionen gehabt innerhalb vom Hamburg Institute of International Economics. Dann entsprechend einen PhD in Economics, auch wieder in University of Hamburg, also Hamburg Universität. Und dann entsprechend 2006 sich habilitiert an der Universität of Siegen und ist seit 2006 jetzt nun an der Uni Zürich, können wir uns glücklich schätzen, als Professorin für Political Economy and Development. Sie hat sehr viele auch Institutional Responsibility listet sie auf, also sie ist zum Beispiel Mitglied vom Presiding Board of the SNF, Director Center for Comparative and International Studies, ETH Zürich und University of Zurich, hat mehr als ein Dutzend PhDs supervisiert, Teaching sehr viel in verschiedenen Gebieten, sehr viele Forschungsseminare, zum Beispiel auch zum Thema Wachstum, Inequality, Governance in Booming India, also da kommt das India wieder, das ist sicher eine Folge von den Studien dort entsprechend. Sie hat entsprechend auch verschiedene Mitgliedschaften in Boards, also ich fand zum Beispiel spannend, Board Member of the German Institute for Development Evaluation, Co-Chair of the UZH-ETH Network Interdisciplinary Climate Research, auch etwas ganz hochaktuelles natürlich, dann Member of the Scientific Board of the Service de la Recherche en Education in Genf, Editorial Board Mitgliedschaften, Mitgliedschaften in unzähligen wissenschaftlichen Organisationen, Konferenzorganisationen, da hast du zum Beispiel auch eine, das finde ich auch spannend, da ging es über Welfare Schemes, the State and Corruption in South Asia. Also wieder ein anderes Gebiet im globalen Süden. Also ein sehr spannender Hintergrund und ich glaube, Sie können uns sehr viel erzählen, was eben zusammenhängt mit Katastrophen und vielleicht wie der Mensch reagiert oder eben wie die Governance reagiert in solchen Katastrophen und das eben mit dem Blickwinkel im globalen Süden. Und Entschuldigung, ich habe mich vergessen, mich selber noch vorzustellen. Mein Name ist Frank Rühli, ich leite das Institut für Evolutionäre Medizin und es ist mir eine große Freude, jetzt Ihnen das Wort zu geben, Frau Professor Michalowa. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Rühli, für die freundlichen Einleitungsworte. Sie haben gesagt, ich habe vielleicht viel zu erzählen, vielleicht habe ich auch zu viel zu erzählen, das werden wir dann sehen. Aber vor allen Dingen habe ich mich am Anfang gefragt, wie denn das, was ich möglicherweise zu erzählen haben könnte, denn überhaupt in den Rahmen dieser Serie hineinpasst. Also als Christoph Friedweg mich angesprochen hat, ob ich bereit wäre, dabei zu tragen, dann habe ich mich erstmal gefragt, okay, was habe ich jetzt mit Altertumswissenschaft zu tun? Aber es steht ja nun heute und gestern oder gestern und heute dabei. Und von daher werde ich wohl eher mich auf der Heute-Seite bewegen. Aber ich denke denn auch, es gibt in der Tat ja eine ganze Menge Parallelen. Und ich habe jetzt auch ein bisschen versucht, dass so gut ich das kann, dann auch vielleicht ein bisschen aufzuzeigen, wo ich Parallelen sehe. Jetzt muss ich, glaube ich, da wieder reinklicken, damit ich das bewegen kann. So, ich habe mir dann überlegt, zunächst mal, ja, was ist denn eigentlich wirklich mein persönlicher Bezug zu diesem Thema? Und das hat mich dann irgendwie auch motiviert anzubeißen bei dieser Anfrage. Ich habe da sehr früh
mir eigentlich angefangen, Fragen zu stellen, nie so weit eigentlich bisher in meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit, aber so von dem her, was ich selbst erlebt habe. Und zwar ging das los, als ich selber im Studium noch war, in meiner Masterarbeit, die ich in Burundi geschrieben habe, also kleines ostafrikanisches Land neben Tansania, 1991. Der Kontext dort war damals, die Lebenserwartung war deutlich unter 50 Jahre, die Alphabetisierungsquote lag so bei 37% bei der ja so erwachsenen Bevölkerung, sagen wir mal. Es war eine massive Malaria-Gefährdung, praktisch jeder, der nicht immun war, hat sie irgendwie schon mal gehabt. Und das Land wurde regelmäßig von Epidemien überzogen. Also ich war 6 Wochen dort im Rahmen meiner Masterarbeit. Und innerhalb dieser 6 Wochen gab es erstmal eine Cholera-Epidemie und dann gab es eine Gehirnhautentzündungsepidemie, die so über das Land rollte. Und ich habe dann irgendwie wahrgenommen, was es bedeutet, wenn man in so einem Kontext lebt, wo so eine dauernd lauernde Gefahr irgendwie um einen rum ist. Und dass das lokal irgendwie als Normalität wahrgenommen wurde von den Leuten. Und ich könnte mir vorstellen, dass da schon irgendwo die Parallelen auch anfangen, dass die Menschen in früheren Jahrhunderten mit wissenschaftlich doch sehr viel weniger Möglichkeiten, solche Phänomene zu erforschen, dann eben auch sich sehr viel mehr diesen Dingen ausgeliefert gefühlt haben, das als Gott gegeben, Natur gegeben irgendwie hinnehmen mussten. Und hier für mich gab es dann eben diesen Kontrast, oder ich kannte so wie meine Welt von zu Hause und war dann da rein versetzt in diesen Kontext, wo die Leute das eben so annehmen mussten. Und dann eben auch vor Ort selber wieder diese Diskriminierung, die ich dann auch direkt erlebt habe. Ich habe dann als Praktikantin im Auftrag der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit war ich dort vor Ort. Da wurde ich dann sofort zur Botschaft gerufen und bekam dann eine Impfung. Der Impfstoff war dort damals gegen diese Gehirnhautentzündung längst noch nicht überall verbreitet. Die lokalen Leute durften nicht geimpft werden. Das heißt, ich wurde dann also zur Botschaft, zum Arzt zitiert, bekam also dann den eingeflogenen Impfstoff geimpft und im Büro meine Nachbarin nebendran oder meine Tischnachbarin, die durfte noch nicht geimpft werden. Und man wusste, diese Epidemie, die rollt auf die Hauptstadt zu und es dauert 2 Wochen, bis der Impfstoff überhaupt anfängt zu wirken. Und ja, das war für mich so ein drastisches Beispiel, wie man, wenn man dann irgendwie Geld hat, Beziehungen hat, vom richtigen Ort kommt, einfach Glück gehabt hat, an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt geboren worden zu sein, wie man dann irgendwie durchkommt und die anderen haben irgendwie einfach Pech und man kann nichts tun. Also das war mal so meine erste eigene Erfahrung. Und jetzt im Bereich meiner Forschung heute, nun, ich bin diesem Thema eben Armut ganz breit treu geblieben und beschäftige mich eben in dem Kontext dann auch, wie man damit umgeht, wie Regierungen damit umgehen, wie internationale Organisationen damit umgehen, wie Geberorganisationen damit umgehen und so weiter. Und ich beschäftige mich auch da, wo eben die Klimafrage, die Entwicklungsfrage auch betrifft, und das sind ja sehr viele Bereiche, da beschäftige ich mich eben auch mit der Klimaveränderung. Und insofern gibt es wie einen Bezug zu beiden Bereichen, den Krankheiten, den Epidemien, aber eben auch den Naturkatastrophen. Und ich werde den Versuch machen, so ein bisschen beides da jetzt hineinzubringen in meinen Vortrag. Ich möchte, weil das ja nun ein Vortrag sein soll, der auch aus dem Aspekt wirklich der Politikwissenschaft herauskommt, diesen Aspekt Governance, der Regierungsführung, was können und tun eben Regierungen in den Vordergrund stellen. Und wir sehen ja auch mit der aktuellen Corona-Krise jetzt, wie sehr sich das unterscheidet zwischen den Ländern. Und ich will da einfach so ein paar Beispiele mal vorzeigen. Also woran können wir denn nationale Gouvernance messen, in dem Kontext jetzt von Katastrophen, seien es Epidemien wie Covid oder seien es eben auch der Umgang vielleicht mit Veränderungen im Rahmen der Klimapolitik. Wir können schauen, wie gut ist die Vorbereitung,
Wir können schauen, wie stark wissensgeleitet und transparent ist die öffentliche Kommunikation. Das sind ja auch Dinge, die natürlich bei uns auch hier in der Schweiz auch diskutiert worden sind, sehr heftig sogar. Aber ich denke, die Unterschiede, die wir sehen und die ich versuchen werde aufzuzeigen, die wir da zwischen Entwicklungsländern wahrnehmen, die sind eben noch sehr, sehr viel größer als das, was wir hier so in unserem Umfeld beobachten. Wie gut ist dann die Bekämpfung organisiert und wie stark wird die Krise auch instrumentalisiert? Religiös instrumentalisiert, politisch instrumentalisiert. Wie sehr verschärfen sich bestehende Ungleichheiten, wenn in den Ländern schon Arm und Reich nebeneinander existieren, wie vorhin in meinem Burundi-Beispiel. Da gibt es natürlich auch einige Leute, die waren bevorzugt und kamen sicher schneller dran als andere. Nicht nur die Expats, aber die eben auch. Und dann, aber so weit sind wir an den meisten Orten noch nicht, wie ist das mit der Wiederaufbauphase? Das ist auch so ein Maß. Oder wenn dann die Epidemie vorbei ist, wie planen wir das? Nutzen wir das, was wir gelernt haben? Wenn wir dann Subventionen geben, geht das in die Bereiche, die dann nachhaltig sind zum Beispiel? Und dann gibt's natürlich die Ebene der internationalen Governance. Das wird jetzt nicht mein Schwerpunkt sein. Ich werde nur am Schluss ganz kurz drauf eingehen. Wo wir uns aber auch die Frage stellen können, wie weit vertiefen solche Katastrophen, solche Epidemien, wie jetzt, wenn sie weltweit sind, oder auch eben sowas wie die Klimaveränderung, wie stark verschärft das eben schon bestehende globale Ungleichheiten, wie viel Solidarität gibt es denn zwischen Nord und Süd? Und dann gibt's noch so ein interessantes Phänomen, wie ich finde, dass dann auch Länder versuchen, durch ihre Softpower auszubauen und wie auch nochmal die Krise politisch zu nutzen in diesem internationalen Kontext. Und ich möchte anfangen mit einfach ein paar kontrastierenden Beispielen im Kontext jetzt von der Corona-Pandemie, kontrastierende Beispiele von vier Ländern, wo es eben bei einigen recht gut funktioniert hat, sogar sehr gut funktioniert hat, wo ich sagen würde, die Governance ist hervorragend, und anderen, wo das eben überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, und das wird eigentlich so der Hauptteil sein, und was ich dann sonst danach noch erzähle, das sind dann eher noch so die Einbindung in den Kontext, noch Vergleiche zur Klimapolitik und Ähnliches. Ja, was sind meine Länder? Zum einen habe ich mal zwei aus dem afrikanischen Kontext rausgezogen, Tansania und die Seychellen. Ich habe hier die dargestellt auf dieser Karte. Tansania ist umrandet etwas und die Seychellen, die sind so klein, nicht? Das sind nur die Punkte, deswegen sind die dann nochmal vergrößert drumherum dargestellt. Und dann nochmal zwei Länder aus Südasien, nämlich Indien und Bhutan dann direkt im Norden von Indien angrenzend. Fangen wir mal an mit Bhutan. Ich habe die Sache so ein bisschen geordnet danach, dass ich die nach Erfolg gewissermaßen abgestuft habe hier. Und Bhutan ist wirklich ein unglaubliches Positivbeispiel, wie ein Land mit so einer Epidemie umgehen konnte. Was haben sie gemacht? Nun, als sie gemerkt haben, da kommt was, es geht los, haben sie erstmal ziemlich klaren Lockdown verhängt. Das war dort auch nicht so dramatisch, wie es in einigen anderen Entwicklungsländern sich darstellt. Wir werden den indischen Fall ja später betrachten. Das konnten sie ganz gut machen. Sie haben ein frühes Einreiseverbot verhängt für Touristen, obwohl das ihr Haupteinnahmebereich ist. Aber sie haben dann im März erstmal da die Grenzen dicht gemacht. Und sie haben dann sehr früh sich darum gekümmert, Impfungen zu bekommen. Sie haben zwischen Januar und März 2021 AstraZeneca-Impflieferungen aus Indien bekommen. Und sie haben wirklich eine ganz beeindruckende Impfkampagne dann lanciert Ende Mai. Und da ist es auch ganz interessant, wie sie verknüpft haben den religiösen Glauben der Menschen vor Ort mit dieser Impfkampagne. Also sie haben bis Ende März gewartet, einerseits, weil sie dann wirklich den ganzen Impfstoff beisammen hatten, den sie brauchten, um
die Impfkampagne wirklich über das ganze Land auszurollen, und zum anderen haben sie es dann noch verbinden können mit irgendwie einem Start einer, sagen, Heilsperiode, also jedenfalls dem Ende eines problematischen Monats nach buddhistischer Astrologie. Sie haben dann auch noch geschaut, dass die erste Person, die dann die Impfung bekommen hat, eine Person ist, die irgendwie im Glücksmonat geboren ist und wo man dann das Gefühl hatte, dass das Heil bringen muss, wenn man mit der startet. Also man hat nicht mit dem König begonnen und man hat nicht mit dem Premierminister begonnen, oder, sondern man hat mit dieser Person begonnen. Und man hat dann den Impfstoff auch gesegnet. Also wenn man genau guckt, sieht man auf dem Bild auf der linken Seite, da sind diese großen Impfstoffstapel, und rechts daneben stehen eben die Mönche. Und so wurde der Impfstoff überall in Empfang genommen und dann gab es Segnungen. Man sieht auch Bilder im Internet, wo die Mönche dann mit Trompeten da noch Musik machen und so. Also ganz feierlich wurde der entgegengenommen. Und es gibt auch so Zitate, die ich dann gefunden habe, wo ich meine, das ist eine interessante Verbindung. So, jetzt ist mein Zoom-Bild hier im Weg. Kann ich mein Zitat nicht lesen? Das ist schlecht. So. Ja, wo es hier heißt eben, we have prayed for a solution to the pandemic. We have one now in the form of a vaccine that the entire world has wished for and scientists worked around the clock to discover. The choice is in our hands. Ich finde das bemerkenswert, wie hier eben Religion sozusagen mit Wissenschaftlichkeit verknüpft wird. Was man dann getan hat, um diese Impfkampagne in Gang zu bringen, ist, man hat eine unendlich große Zahl von Freiwilligen, 2,5% der Bevölkerung, hat man überall hingeschickt, in alle Dörfer, auf alle Berge, oder, weil das ist ja ein Land im Himalaya, diese Dörfer sind nicht leicht zu erreichen. Das ganze Land hatte nur 37 Ärzte vor der Pandemie, das heißt, man musste die Bevölkerung mit benutzen. Und auch das haben wir direkt mitbekommen, weil mein Mann hatte im Prinzip einen Zoom-Call mit Beamten im Bhutan zu diesem Termin. Und dann haben die gesagt, wir können nicht, wir müssen alle auf die Dörfer, wir müssen die Organisation leiten, dass also dieser Impfstoff überall hinkommt. Und dann war eine Woche praktisch alles dicht und die Leute waren alle im Einsatz. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, indem sie zu Fuß durch Schnee und Eis und per Helikopter da überall hinmarschiert sind, dass sie dann innerhalb von 2 Wochen über 60% der gesamten Bevölkerung geimpft haben und 90% der berechtigten Bevölkerung, das heißt eigentlich praktisch alle Erwachsenen mit Ausnahme der schwangeren Frauen und so weiter. Also ich denke, das ist eine unglaubliche Sache, was sie da erreicht haben. Insgesamt haben sie im Land bisher einen einzigen Todesfall gehabt und irgendwie 1 Promille der Bevölkerung hat Corona-Infektion bekommen dort. Also ich denke, das ist wirklich ein Musterbeispiel für einen sehr erfolgreichen und sehr gut geplanten staatlichen Eingriff auf einem durchaus sehr schwierigen Terrain. Man kann sagen, ist ein kleines Land, hat irgendwie 800.000 Einwohner, aber wenn man dann den Kanton Zürich anguckt oder so, es kommt immer darauf an, mit was man vergleicht, oder? Also und für ein Entwicklungsland und mit derart schwierigen Kontext, also ich finde es sehr erstaunlich, wie sie das geschafft haben. Was ihnen geholfen hat, ist eben das hohe Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung, was sie dann, wie wir vorhin gesehen haben, ja auch mit diesen religiösen Riten und so weiter untermauert haben, in Zusammenarbeit eben mit dem Buddhismus vor Ort. Na. Mhm. Irgendwie steckt das jetzt hier schon wieder. Und es gibt auch schon vorhergehende Beispiele, wo sie also sehr erfolgreiche Impfkampagnen dort durchgeführt haben, auch im Bereich eben der Kinderimmunisierung und so weiter sind sie sehr weit fortgeschritten. Jetzt nur noch mal ganz allgemein, so um die Länder nachher so auch ein bisschen vergleichen zu können nach allgemeinen Größen. Bhutan ist eine konstitutionelle Monarchie, eine Demokratie, aber noch nicht so lange. Interessanterweise auch ein Land, wo der König die Demokratie gewissermaßen per Dekret
eingeführt hat, weil er der Meinung war, die Leute brauchen das jetzt mal. Die Leute wollten eigentlich den König behalten. Das ist also auch eine ziemlich ungewöhnliche Konstellation. Und das Volkseinkommen jetzt, ja, irgendwie müsste ich diese Sprecherleiste da wegkriegen. So. Das Einkommen pro Kopf hier in Kaufkraftparitäten, sonst wäre es deutlich günstiger oder das ist halt hier also deutlich niedriger. Das Kaufkraftparitäten benutzt man zum Vergleich zwischen Ländern und da geht halt mit rein, dass man in Bhutan auch relativ günstig kaufen kann, liegt hier bei 12.000 12.000 Dollar, internationalen Dollar pro Kopf. Also sind sie nicht super arm, sind durchaus eher im oberen Bereich der Entwicklungsländer, aber nichtsdestotrotz. Jetzt gucken wir uns mal die Seychellen an, ein weiteres positives Beispiel, mit einem kleinen Twist, wie ich nachher zeigen werde. Auch die haben am Anfang relativ schnell erstmal die Grenzen geschlossen. Sie haben keinen systematischen Lockdown gemacht, das war aber auch nicht wirklich notwendig. Sie hatten nur wenige Fälle am Anfang, die kamen durch Schiffsverkehr oder durch Importe. Und die konnten sie relativ schnell isolieren. Und sie haben eben auch sehr, sehr schnell eine Impfkampagne durchgeführt, gleich dann im Januar 2021 damit begonnen und auch dort sind sehr schnell dann sehr viele geimpft worden und inzwischen haben sie über 60%, die sogar doppelt schon geimpft sind. Dann haben sie gedacht, wunderbar, jetzt sind wir ja weitgehend durchgeimpft und haben die Grenzen wieder geöffnet für den Tourismus, der eben dort auch die Haupteinkommensquelle ist. Und da kam dann das Problem, dass sie ganz überwiegend zu 60% mit diesem Sinopharm, dem chinesischen Impfstoff, geimpft haben, Geschenk der Emirate, der eine sehr viel begrenztere Wirksamkeit offensichtlich hat als eben Pfizer, Moderna, AstraZeneca und so weiter. Und man hat jetzt Zahlen gerade gesehen, dass von den augenblicklich Neuinfizierten 35% bereits vollständig geimpft waren. Was also doch diesen Sinopharm-Impfstoff ziemlich in Frage stellt und auch die Chinesen selber haben inzwischen so vorsichtige Äußerungen gemacht. Gleichzeitig haben sie es jetzt der WHO quasi übergeben. Also es gab vorher, das wurde auch übernommen von den Ländern wie den Seychellen, bevor es irgendwelche klaren Studien dazu gab. Und das ist für mich eben so eine kleine Einschränkung, könnte man sagen, in der Gouvernanz. Ich meine, man wusste, zu anderen Impfstoffen gibt es Studien, zu diesem Impfstoff gibt es eben keine solchen Studien. Jetzt hat die WHO dazu einen Report geschrieben, relativ kritisch, aber sie haben es auch jetzt zugelassen. Ich glaube, das war ganz frisch. Ich glaube, jetzt Freitag oder so haben sie diesen Impfstoff zugelassen. Aber eben offensichtlich ist er deutlich weniger wirksam. Hätte man unter Umständen schauen können, erwarten können. Es hat ja irgendwie einen Grund, warum keine Ergebnisse da sind. Aber hier ist dann halt auch wieder wichtig. Einerseits haben sie eben das als Geschenk erhalten. Die Frage ist, hätten sie als kleiner Inselstaat überhaupt sonst Zugang bekommen so schnell? Und hätten sie sich's leisten wollen? Und es gibt sehr enge Beziehungen ökonomischer Art zu China und zu den Emiraten. Und von daher wurde jedenfalls bisher, soweit ich weiß, von Seiten der Seychellen bisher auch noch nie irgendwas gehört in Richtung, das sei irgendwie problematisch. Man schweigt sich aus über diese Wirksamkeitsproblematik. Insofern hat man jetzt inzwischen doch eine deutlich höhere Zahl der Infektionen, 7% der Bevölkerung ungefähr betroffen, ist halt ein ganz, ganz kleines Land oder irgendwie 90.000 Einwohner, 28 Todesfälle und die Hälfte eben dieser Todesfälle jetzt seit dieser Öffnung, weil man sich eben darauf verlassen hat, man sei jetzt so weitgehend geimpft. Also ich würde das so zusammenfassen, es ist immer noch eben eine enorm erfolgreiche Impfkampagne, aber man hat sich eben verlassen auf den falschen Impfstoff.
Und hier auch hier, wir haben auch hier ein demokratisches Land und ein relativ reiches Land, also eben doppelt so hoch, das pro Kopf Kaufkraftparitäten umgewandelte BIP. Also vermutlich, also sie hätten sich schon einiges mehr leisten können als die meisten anderen Entwicklungsländer, oder? Also das kann man sich überlegen, ob sie da hätten vielleicht in eine andere Richtung gehen können. Jetzt kommen wir zu Indien. Und wie vorhin ja schon angedeutet wurde, ist Indien für mich ein Land, mit dem ich mich relativ viel beschäftigt habe. Und ich bin auch ganz dankbar. Die Kollegin Angelika Malinar hat ja auch schon geredet hier über Indien. Aber sie hat doch den Fokus eben auf die Frühzeit gesetzt und hat mir sozusagen mein Terrain hier gelassen. In Indien, da ging das schon mal damit los, dass völlig drastisch und völlig unerwartet ein massiver Lockdown zu Beginn der ersten Welle passierte. Da hat man die westlichen Kopien, westliche Politik kopiert und hat aber dann auf einen Schlag wirklich gesagt, innerhalb von 4 Stunden ist alles dicht. Was dazu geführt hat, dass die Leute wie fluchtartig dann die Städte verlassen haben. Und dann gab es solche Bilder, nicht? Die sind durch die Presse gegangen. Also das macht man dann, um die Zirkulation des Virus zu verhindern. Das sind die ganzen Arbeiter, die versucht haben, dann in die Busse zu gelangen, um in ihre Heimatdörfer wiederzukommen. Klar, dass dann natürlich der Virus überall hin exportiert wird. Und die Situation war dramatisch dort, weil wenn man in einem Land wie Indien so plötzlich so einen Lockdown verhängt, ich meine, hier ist es ja schon aus ökonomischer Sicht dramatisch gewesen für die Leute, aber dort ist dann der Vergleich wirklich nicht gewesen oder der Trade-off Covid-Tod versus ökonomische Probleme, sondern wirklich stirbt man jetzt an Covid oder stirbt man jetzt, weil man nichts mehr zu essen hat. Also richtig drastisch. Die Leute waren eben von einem Tag auf dem anderen völlig ohne Lohn und Brot und weg von ihren Familien häufig, weil sie da in den Hauptstädten irgendwie als Arbeitsmigranten gearbeitet haben. Und diese Leute versuchen da dann eben alle wieder zurückzukommen. Dann kam auch die Religion ins Spiel, aber auf sehr andere Weise, nämlich in politisierter Form. Dann hat man die Religion verwendet, um im ersten Schritt mal hier gegen die Moslems mobil zu machen. Man hat dann, nachdem es eine muslimische Großveranstaltung in Delhi gab, wurde dann der Mythos vom Covid-Dschihad in die Welt gesetzt. Also so nach dem Motto, das würde extra gemacht, damit dann die Hindus sich dann eben anstecken würden und man die Krankheit verbreiten könne, dschihadmäßig eben im Land. Insgesamt bei all dem blieben die Covid-Zahlen zunächst relativ niedrig, viele waren erstaunt. Und was auch interessant ist, Indien hat sehr früh Massenproduktion von AstraZeneca in Gang gesetzt, noch bevor überhaupt eine Zulassung da war, weil es da Unternehmer gab in Pune, die irgendwie auf dieses Pferd gesetzt haben und gesagt haben, wir glauben daran an diesen Impfstoff, wir starten da jetzt los. Und die hatten schon also Hunderttausende von Impfstoffen da fertig produziert, als überhaupt die Zulassung kam. Allerdings, es wurde großteils verwendet für Export, teils im Rahmen der indischen Impfdiplomatie, im Wettbewerb mit China vor allen Dingen und teils natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, weil es im Ausland höhere Verkaufspreise zu erzielen gab, aber auch, weil es keine geeignete Regulierung gab, um den nationalen Markt jetzt erstmal zu beliefern. Es gab einen gewissen Streit immer mal zwischen dem Unternehmen und der Regierung oder wie viel müssen sie jetzt lokal, aber es ist eben nicht viel passiert und es wurde auch einfach die lokale Organisation der Verteilung hat eben auch nicht funktioniert. Aber der Prime Minister Narendra Modi, Premierminister, war sowieso der Meinung, dass in Indien die Pandemie überstanden sei und hat im Januar, Februar 21 auf dem Pseudo-WEF quasi im Kongress erklärt unter anderem, Friends, it would not be advisable to judge India's success with that of any other country. In a country which is home to 18% of the world population, that country has saved humanity from a big disaster by containing Corona effectively.
Das hat er also gesagt am 28. Januar. Und man sollte dazu wissen, das war sicher auch gesagt für die heimische Population, weil in Indien in mehreren Bundesstaaten Wahlen in diesem Frühjahr stattgefunden haben. Wer das Gegenteil behauptet hat in Indien, hat empfindliche Strafen riskiert. Und diese ganze Kommunikation hat unter anderem auch dazu geführt, dass beispielsweise in Westbengalen die Unternehmen, die den Sauerstoff produziert haben, ihre Produktion runtergefahren haben, weil ihnen eben gesagt wurde, es bestünde kein Bedarf mehr. Außerdem hat die Regierung die großen Hindu-Feiern am Ganges mit Millionen von Teilnehmern zugelassen. Das sieht dann ungefähr so aus. Also das ist nur so eine Badestelle, wo die Leute also dann dicht gedrängt ihr rituelles Bad nehmen. Es war noch nicht mal so, dass das im normalen Rhythmus war. Da wäre es erst nächstes Jahr gekommen. Aber es gab wohl irgendeine Sternkonstellation, die alle, ich weiß nicht, 83 Jahre oder so mal dazu führt, dass man das gerne umverlegt. Das hat man gemacht. Man hätte ja einfach insistieren können, nein, das kommt erst nächstes Jahr wieder, hat man nicht gemacht. Und obwohl man natürlich sich denken kann, was das für ein Krankheitsherd sein kann, nicht? Also es hat auch früher schon Epidemien gegeben, die von diesen Kumbh-Mela-Festen ausgegangen ist. Gleichzeitig hat man von Anfang an, aber auch bis heute noch von diesen hindu-nationalistischen Schichten die Verbreitung religiöser Mythen, also zum Beispiel eben, dass Gangeswasser sowieso vor Covid-Infektion schützt und auch, dass beispielsweise Kuhurin, weil Kuh natürlich im indischen Kontext, im Hindu-Kontext ja das was Heiliges darstellt, das schütze also auch vor Covid-Infektionen. Und man findet also relevante Politiker dieser BJP, Bharatiya Janata Party, dieser hindu-nationalistischen Regierungspartei, die da auch auf YouTube dann also zeigen, dass man also diesen angeblich Kuhurin selber trinken, also und zeigen, dass man das verbreiten solle und dass das doch schützen würde. Das ist also Religion nochmal auf andere Weise hier eingebracht. Ja, und dann hatten wir eben den Wahlkampf in mehreren Bundesstaaten, Westbengalen, Kerala, Assam, Pondicherry, mit großen Wahlkampfveranstaltungen jetzt zwischen März und April und durchaus auch noch in Phasen, wo eigentlich schon klar war, wie die Zahlen jetzt wieder angestiegen sind. Ich habe so ein bisschen als Kontrast zu dem Zitat, was da zur Justinianischen Pest kam, in dem Vortrag vom Kollegen Walser, habe ich mir mal hier eine moderne Autorin gesucht, hier Arundhati Roy, die berühmt ist durch ihre Romane Der Gott der kleinen Dinge und Das Ministerium der äußersten Glückseligkeit, und die jetzt Bezug nimmt auf diese WEF-Rede von Modi und darstellt, wie sie die Situation in Delhi im Augenblick sieht. Und da habe ich mich wirklich sehr erinnert gefühlt an diese Pest-Zusammenfassung. Where is the COVID-specific infrastructure and the people's movement against the virus that Modi boasted about in his speech? Hospital beds are unavailable. Doctors and medical staff are at breaking point. Friends call with stories about wards with no staff and more dead patients than live ones. People are dying in hospital corridors, on roads, and in their homes. Crematoriums in Delhi have run out of firewood. The Forest Department has had to give special permission for the felling of city trees. Desperate people are using whatever kindling they can find. Parks and car parks are being turned into cremation grounds. It's as if there is an invisible UFO parked in our skies, sucking the air out of our lungs. An air raid of a kind we've never known. Oxygen is the new currency on India's morbid new stock exchange. Senior politicians, journalists, lawyers, India's elite are on Twitter pleading for hospital beds and oxygen cylinders. The hidden market for cylinders is booming.
Oxygen saturation, machines and drugs are hard to come by. Hier haben wir also auch die Situation, dass es jetzt dann so stark die Krise sich zugespitzt hat, dass in dem Moment dann offensichtlich auch irgendwann dann die Unterschiede zwischen Arm und Reich in sich zusammenfallen, weil ja letztendlich dann jeder betroffen ist. Irgendwann ist die Krise so groß, dass sich keiner mehr schützen kann. Ja, und vielleicht auch da noch, ich finde es auch interessant, wir hatten ja vor 2 Jahren das Zwingli-Jahr, wo dann diese Filme auch gezeigt wurden über die Pest im also hier zu Zwingli-Zeiten, oder? Und wenn man jetzt in Indien sich anguckt auf YouTube, die Kurzfilmchen, wie die Leute da auf der Suche sind nach Sauerstoffzylindern und warten auf Hilfe und vor den Krankenhäusern warten und so. Also auch da fühlt man sich ziemlich erinnert, habe ich den Eindruck. Die Zahlen, die offiziellen sind, dass wir irgendwie so um die 400.000 registrierte Neuinfektionen pro Tag haben im Moment und etwa 22 Millionen insgesamt. Als Teil der Bevölkerung klingt das noch gar nicht so hoch, obwohl es massiv ansteigt natürlich im Moment. 4.000 registrierte Todesfälle pro Tag. Aber wir sehen eben die totale Überforderung von Krankenhäusern, Ärzten, Infrastruktur. Und wenn ich mit Freunden und Kollegen dort rede vor Ort, dann sagen die mir, diese Zahlen, die müssen total unter der Realität liegen, weil es kann sich gar niemand mehr testen lassen, der möchte. Diese Kapazitäten sind auch einfach total überfordert. Das heißt, man kann nur warten, bis jemand nicht mehr atmen kann und dann versucht man irgendwie über Twitter und wie wir es da gelesen haben, noch irgendwie vielleicht an eine Sauerstoffflasche zu kommen. So läuft es im Moment. Ja. Und es sind auch alle Altersstufen betroffen. Die Kollegen sagen mir, die Doktoranden sterben ihnen. Und also es ist nicht mehr nur eine Frage der alten Leute. Mein Fazit hier wäre, während die Aggressivität der neuen Virusvariante vielleicht nicht vorhersehbar war, sicherlich nicht in dieser Form vorhersehbar war, hat die hindu-nationalistische Regierung, als die Zahlen eben schon anstiegen, aus wahltaktischen Gründen religiöse Gruppen unterstützt, Indien für Corona-frei erklärt und warnende Stimmen massiv eingeschüchtert. Also auch dort gibt es natürlich durchaus gute auch Mediziner, die gesagt haben, hey Leute, auch hier kommt eine zweite Welle. Und das hat man natürlich nicht hören wollen in dem Wahljahr als Regierung. Ja, und das habe ich schon gesagt, zeitweise eben während des Höhepunkts der Krankheit sterben ja wirklich jetzt Arm und Reich. Für die Armen wird aber auch hinterher dann noch eine Hungerkrise aus dieser Corona-Krise werden. Und für die Armen gibt's auch kein Entkommen. Ich denke, die Reicheren, die das haben auf sich zurollen sehen, die konnten halt noch in den Flieger steigen und sonst wohin Reis ausnehmen, bevor es eben so massiv wurde. Auch hier Kontext. Indien ist auch ganz traditionell eine Demokratie, aber ich habe den Eindruck, dass die augenblickliche Regierung, so wie sie auch die Institutionen erodiert, die Demokratie im Augenblick sehr gefährdet dort. Es ist ein Land, was deutlich ärmer ist, trotz all dem, was man immer so hört, im Vergleich zu den anderen beiden Ländern, die wir gerade gesehen haben, also um die 7.000 Dollar pro Kopf mit Kaufkraftparität berücksichtigt, aber eben natürlich mit sehr großen Unterschieden zwischen Arm und Reich. So, und jetzt habe ich noch ein letztes Land. Jetzt muss ich mich aber ranhalten, da gehe ich jetzt mal ganz schnell durch. Das ist Tansania. Da habe ich aber nicht so viele Informationen dazu. Nur nochmal zurück nach Afrika. Da haben wir auch eben einen Präsidenten gehabt, der völlig unverantwortlicherweise lustig gemacht hat über die Mediziner. Er hat sogar dem lokalen Testlabor dann Ziegen- und Schafblut und Papayasaft untergeschoben und dann hinterher behauptet, das Testlabor hätte dieses als positiv gewertet und daher sei ja sowieso also mit der Medizin irgendwie, den könne man ja nicht glauben. Dann hat er schon im Mai 2020 einfach angefangen, vollständig die Fallzahlen nicht mehr zu publizieren.
hat hier wieder die Religion oder wieder in einer ganz anderen Nutzung. Er hat die Priester und Gläubigen ermutigt, sie sollen keine Masken und keine Handschuhe verwenden und es sei gewissermaßen ein Zeichen mangelndes Gottvertrauens, wenn man das täte. Und er hat postkoloniale Ängste auch noch verstärkt, wenn seinem Land irgendwie von außen geholfen werden sollte. Man hört dann solche Aussagen von ihm gehört wie: "We need to be careful because some of these donations to fight coronavirus could be used to transmit the virus. I want to urge you Tanzanians not to accept donations of masks. Instead tell the donors to go and use them with their wives and children." Oder aber: "If the white man was able to come up with vaccinations, then vaccinations for AIDS would have been brought, tuberculosis would have been a thing of the past, vaccines for malaria and cancer would have been found. Be firm, vaccines are inappropriate." Das war also hier die Gouvernance in Tansania. Im Januar sind mehrere sehr hochrangige Politiker an Corona gestorben. Ende Februar hat der Präsident anerkannt, dass es doch Corona im Land geben könnte und Masken vielleicht nicht ganz unsinnig sind. Und seitdem wurde er auch selber nicht mehr gesehen und im März ist er verstorben. Und alle Welt sagt natürlich vermutlich an Corona. Glücklicherweise für das Land hat eben jetzt die Vizepräsidentin übernommen und die führt in eine neue Richtung und plötzlich sieht man Bilder wie diese, nicht? Und da haben die Politiker jetzt eben und sie selber auch, sie steht da im Hintergrund, haben eben jetzt Masken auf und jetzt geht das in eine etwas andere Richtung. Man hat nach wie vor keinerlei verlässliche Daten, wie viel Corona-Fälle es gibt. Aber wird man jetzt die Bevölkerung dazu kriegen, jetzt sozusagen, wo vorher das eine verkündet wurde, jetzt das andere zu glauben? Wie kann man jetzt da Vertrauen schaffen? Es wird sehr schwierig werden, oder? Tansania ist auch das einzige meiner vier Länder hier, was auch nach typischen Einordnungen, meinetwegen Polity Index oder sowas, wir verwenden oft in der Politikwissenschaft, auch nicht als Demokratie gezählt wird. Das hat eben eine Einheitspartei und das war eben der Präsident, der dazugehört. Und es ist auch das ärmste Land in dem Kontext. So, mein Zwischenresümee. Was haben wir jetzt gesehen an nationaler Governance? Wir haben gesehen, dass es extreme Unterschiede gibt zwischen den Ländern. Wir haben gesehen, wie die Religion instrumentalisiert worden ist, auch in unterschiedlicher Weise, im Positiven und im Negativen. Wir haben gesehen, dass oft gerade in den ärmsten Ländern auch die größten Governance-Probleme existieren. Und dass sich das dann wie kumuliert oder mit den Problemen zu Zugang zu Infrastruktur, Medikamenten, Impfungen und so weiter. Wenn wir jetzt mal uns noch mal eine Gesamtübersicht angucken, einfach mal nur anhand der Impfungsweltkarte für Corona, da sehen wir auch, dass das in etwa zu dem passt, oder? Afrika ist praktisch noch nicht geimpft, mit ganz wenigen Ausnahmen. Eben die Seychellen sieht man jetzt hier nicht auf dem Bildchen, weil sie so klein sind, die wären natürlich. Bhutan, der kleine dunkelblaue Fleck oberhalb von Indien, nicht? Der fällt ins Auge. Und interessant ist jetzt können wir da mal tatsächlich hier noch mal ganz kurz in andere Richtungen gehen und jetzt mal von Corona noch mal ein bisschen Abstand nehmen. Schauen wir uns doch mal, diese Landkarten gibt's für alles Mögliche, oder? Schauen wir uns mal eine Landkarte für andere Impfungen an. Ich habe hier jetzt einfach mal Polio-Immunisierung genommen, über die Welt verteilt. Und da sieht man im Prinzip ganz ähnliche Verteilung global, oder? Auch da wieder. Hier geht es also darum, Immunisierung mit mindestens 3 Dosen für die Kleinkinder. Da sieht man halt auch, die größten Probleme bestehen im afrikanischen Kontext, wo man das halt immer noch nicht ganz im Griff hat. Und jetzt wage ich eben diesen Sprung nochmal noch eine Richtung weiter im Bereich Klima. Da gibt es auch Landkarten, Verwundbarkeit, Klimapolitik. Und auch da haben wir wieder ein ganz ähnliches Pattern,
Oder auch da sehen wir wieder wirklich Afrika im Fokus. Weil eben die grüneren Länder sind, je dunkelgrüner, desto weniger gefährdet durch die Klimaveränderung. Und das Interessante ist, und da kann ich jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen, da werde ich jetzt schnell durchklicken, wenn wir uns jetzt einfach mal unsere vier Beispielländer wieder vornehmen würden und würden gucken, wie ist denn da die Governance gelaufen im Bereich Anpassung? Weil da kann man auch Verschiedenes machen. Man kann in verschiedener Weise koordinierte Politiken auf die Beine stellen, dafür Geld einwerben aus dem Ausland und so. Und wir finden wieder, interessanterweise, das war mir vorher nicht so klar, habe ich jetzt auch gelernt durch die Vorbereitung für diesen Vortrag, wir finden praktisch genau dasselbe Ranking hier der Länder wieder. Also Bhutan hatte einen sehr kohärenten Ansatz, da Finanzierung einzuwerben, gute Projekte vorzuschlagen, in Zusammenarbeit verschiedener nationaler Institutionen und internationaler Organisationen, und haben extrem viel Geld eingeworben, also 800 Millionen Dollar quasi für ihr Programm in ihrem kleinen Land. Auch bei den Seychellen hatten wir eine starke Koordination, und sie hatten ein interessantes neues Instrument, was sie sich dort sogar ausgedacht haben, so einen Schuldentausch zur Anpassungsfinanzierung. Während eben dann unsere beiden anderen Länder hier, Indien und Tansania, da hatten wir sehr viel mehr Probleme mit Koordinationsschwierigkeiten innerhalb des Landes schon. Wir hatten eine ähnliche Politik, wie es vorhin bei Tansania dargestellt wurde, dass man immer so ein bisschen Skepsis hat überhaupt, ob man denn die Geber überhaupt haben will, ob man denn überhaupt Gelder haben will aus dem Ausland. Und in Tansania dann dazu noch, also eben das Vizepräsidialamt, was berüchtigt war für Korruption und so. Und dann können sie natürlich auch aus dem Grund schon nicht viel Gelder ins Land ziehen. Nochmal zurück zum Zwischenresümee, wenn man jetzt diese Überlegungen auch noch mit einbezieht, dann sehen wir, dass die Probleme in einem Bereich sich oft eben auch dann in anderen Bereichen widerspiegeln und kumulieren. Dass wir hier bei den Beispielländern gesehen haben, wie erstaunlich hoch die Übereinstimmungen sind in diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Bereichen. Dass auch bei der Klimaveränderung die Gefahr besteht, eben, dass nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch innerhalb der Länder dann die Ungleichheit ansteigt. Das haben wir da ganz in ähnlicher Form, oder? Weil wenn man eh schon arm ist, dann wohnt man an den schlechten Stellen, dann wohnt man da, wo die Überschwemmungen kommen oder wo der Boden dann schon versalzen ist oder wo es eben dann zunehmend austrocknet. Und dann hat man auch weniger Ausweichmöglichkeiten und kann dem weniger entkommen, dem Problem. Und schließlich kann man sich noch überlegen, dass so ganz unzusammenhängend natürlich die Bereiche Klimaveränderung und Krankheiten, sage ich mal, im weiteren Sinne auch nicht sind. Denn natürlich durch die Klimaveränderung kriegen wir ja zunehmend auch Plagen, sage ich jetzt mal, in der Zukunft. Die Malaria-Mücke nimmt zu, die Dengue-Mücke breitet sich aus, eben in höhere Lagen, weil es wärmer wird, und in weitere Bereiche ganz generell. Und wir haben natürlich auch klimabedingt Hunger und Flucht, was die Menschen dann schwächt und anfälliger macht wiederum für Krankheiten und auch für die Verbreitung natürlich von Krankheiten. Nun habe ich die ganze Zeit über nationale Governance gesprochen und jetzt habe ich vielleicht hoffentlich noch 5 Minuten, um auf die internationale Ebene nochmal zu gucken. Denn natürlich, und gerade beim Thema Klima, da kommt einem das ja unmittelbar in den Kopf, ist das natürlich nicht ein Problem, was wir einfach nur den nationalen Regierungen in die Schuhe schieben können. Also wie verhält es sich mit der internationalen Governance? Klar ist, dass wir ganz starke internationale Abhängigkeiten haben. Eben in diesem Bereich der Klimaveränderung, denke ich, ist es uns heute hier allen bewusst, wie stark diese Abhängigkeiten sind. Grob gesagt kann man sagen, das Problem ist eigentlich im Norden generiert worden und im Süden wird es massiv erlitten. Wir haben jetzt gerade in der Presse gehabt das chinesische Beispiel, das ist ein bisschen eine Ausnahme, weil die haben jetzt ja tatsächlich auch den OECD-Mittelwert überschritten an Pro-Kopf-Emissionen.
Aber wenn man natürlich die kumulativen Emissionen über lange Zeiträume betrachtet, dann haben wir ihnen immer noch im schlechten Sinne einiges voraus. Und die Chinesen sind eben auch im globalen Süden da eine massive Ausnahme. Also wir produzieren das Problem, wir machen die Emissionen, die dann hauptsächlich im Süden die Probleme machen. Wir haben heute internationale Organisationen, UNFCCC, das Klimarahmenabkommen, das sich mit diesen Dingen beschäftigt. Aber auch da gibt es eben Einfluss nationaler Partikularinteressen und das blockiert die internationale Einigung und Umsetzung. Wir haben das Pariser Abkommen erreicht 2015, aber wir wissen, dass das, was die Länder dann tatsächlich angeboten haben, was sie machen wollen, das generiert halt eine massive Emissionslücke. Das heißt, das addiert sich einfach nicht auf zu dem Gesamtziel, was man in Paris verabschiedet hat und weit entfernt davon. Außerdem hat man Versprechungen gemacht zur sogenannten Klimafinanzierung. Ab 2020 sollten 100 Milliarden pro Jahr gewissermaßen im Sinne einer Anerkennung, dass man das Problem generiert hat hier im Norden oder in den Süden geleitet werden. Und auch da ist ganz klar, dass diese Zahlen überhaupt nicht eingehalten werden. Zum Teil wird auch wieder diese Klimafinanzierung genutzt zur Stärkung von Softpower, so bilaterale Beziehungen hierhin, dorthin. Wir haben selber auch Studien gemacht, wo wir zeigen, dass es auch benutzt wird, zum Beispiel um Zustimmung bei internationalen Verhandlungen zu erkaufen, so wie das bei Entwicklungshilfe im Übrigen auch zum Teil gezeigt worden ist, was dann eben auch wiederum bedeutet, dass es nicht unbedingt dahin fließt, wo es am besten genutzt wird, sondern dahin fließt, wo man sich halt selber als Geber im internationalen Kontext dann die besten Nutzen daraus erwartet. Und beim Covid, auch da haben wir eine internationale Organisation mit der Weltgesundheitsorganisation. Aber mein Eindruck zumindest ist, dass sie total überfordert erscheint. Sie wird ja massiv kritisiert im Moment. Verschleierung der schlechten Vorbereitung in Italien, fehlende Erklärung des Ausbruchs in Wuhan, Stellungnahme jetzt zu den chinesischen Impfstoffen, darauf bin ich vorhin ja eingegangen. Und dann diese Diskussion globale Verbreitung des Impfstoffs. Wer das Geld hat, bekommt ihn vielleicht. Wer es nicht hat, bekommt ihn nicht. Die Impfdiplomatie, die ich schon angesprochen hatte, dass dann die Länder in Wettbewerb treten, China, Indien, Russland, und damit zeigen wollen, also wie großartig sie sind und Indien dabei übersieht seine eigene Bevölkerung bis zum gewissen Grad. Aber interessant dann eben auch diese Entwicklung, wie jetzt Joe Bidens Versuch hier Patente aufzuheben in dieser Sondersituation. Und ich denke, da wird es jetzt spannend zu sehen, wie diese Diskussion weitergeht. Und jetzt habe ich nur noch meine allerletzte Zusammenfassungsfolie. Kleines Fazit zu dem gestern und heute nochmal. Ich denke, was man sieht aus dem, was ich erzählt habe, mir kam es jedenfalls so vor, dass die Pest tatsächlich auch heute noch vielerorts erlebbar ist, Pest im übertragenen Sinne, das hat der Walser ja auch gesagt, es ist nicht immer Pest, was Pest genannt wird, aber auch im direkten Sinne, also zum Beispiel in Madagaskar, da haben wir 2017 auch den letzten tatsächlichen Pestausbruch gehabt. Nationale Governance, haben wir gesehen, hat erheblichen Einfluss. Heute haben wir doch sehr fortgeschrittene wissenschaftliche Erkenntnisse und da hat eine organisierte Regierung vielleicht mehr Möglichkeiten als zu früheren Zeiten, wo vielleicht auch ein sehr gut organisierter römischer Kaiser trotzdem machtlos war. Hier haben wir gesehen, manche Länder können doch einiges bewirken in derselben Form von Krise. Aber dann stellt sich eben die Frage, wird auf die Wissenschaft gehört oder wird auf politische Interessengruppen gehört? Auch interessant dachte ich eben Religion, dass das im Umgang mit Plagen eben auch heute noch eine relevante Größe ist. Wir hatten ja auch hier den Vortrag zur Theologie. Ich denke, sie ist in allen verschiedenen Weltreligionen irgendwie hier mit zum Tragen gekommen.
aber eben in ganz unterschiedlicher Weise von den verschiedenen Regierungen einbezogen worden. Und was die Solidarität zwischen Nord und Süd angeht, da haben wir heute natürlich eine globale Berichterstattung. Diese Plagen, dieser indische Zusammenhang wird uns über YouTube und über Fernsehen in die Wohnzimmer direkt geliefert. Wir können das sozusagen weltweit miterleben. Wir können auch wissenschaftliche Erkenntnisse austauschen. Wir haben internationale Organisationen und den Versuch der Kooperation international, der vermutlich noch weitergeht als zu den meisten Zeiten, jedenfalls früher. Und wir haben eben sehr schnelle Transportmöglichkeiten und die jetzt auch kurzfristige Nothilfe erlauben, wie zum Beispiel jetzt in Indien, wo ganz schnell versucht wird einzugreifen. Aber eben, wir generieren auch neue Probleme, menschengemachte Plagen mit der Klimaveränderung beispielsweise. Die internationale Kooperation wird oft politisch instrumentalisiert und es bleibt also auch auf dieser Ebene noch sehr viel zu tun. Und damit bin ich jetzt am Ende. Ja, besten Dank, Frau Professor Mikolova, für dieses sehr spannende Referat. Ich habe sehr viel gelernt. Ich fand es wirklich sehr spannend, diese ganze Bandbreite zu sehen. Und ich erlaube mir gleich, die erste Frage zu stellen. Dann haben Sie nämlich zu Hause noch ein bisschen Zeit, vielleicht Ihre Frage in den Chat zu schreiben. Wir haben schon ein paar gute Fragen. Trotzdem erlaube ich mir in eigener Sache sozusagen was zu fragen. Wir haben in unserem Institut etwas Kleines publiziert zum Thema Pandemic Gap. Also die Tatsache, dass in der Schweiz ist ja bekannt, dass es so eine sogenannte Katastrophenlücke gibt, also dass man sich nicht gewohnt war an Katastrophen. Und das stimmt auch für die Pandemien. Also wir hatten eben SARS oder MERS oder was auch immer nicht so stark wie andere Länder oder überhaupt nicht. Und Sie haben das ganz kurz erwähnt im Zusammenhang, glaube ich, mit Burundi am Anfang, dass hier dieses Verständnis oder das fehlende Verständnis oder die fehlende Erfahrung der Leute oder eben die dass sie es eben haben, das Gegenteil in dem Fall in Burundi, dass das einen Einfluss hat. Wie würden Sie das jetzt überstülpen über diese Fälle? Ist das da auch so? Also ich meine eben, Sie haben auch gesagt, Indien hatte sicher Erfahrung mit Epidemien. Hat das auch in der Governance, spiegelt sich das auch in der Governance nieder? Ja, also man hat das zumindest in der Anfangsphase hat man das häufiger gehört, dass also einigen Ländern tatsächlich gelungen ist, relativ rapide zu reagieren, weil sie Erfahrung hatten. Aber wir haben eben auch viele Länder, die Erfahrung haben mit diesen Epidemien und die einfach so schlecht regiert werden, dass sie das nicht nutzen. Und wo man vielleicht sogar umgekehrt sagen möchte, dass sie gerade deswegen noch so viel Erfahrung mit Epidemien aller Art haben, weil sie so schlecht regiert werden, oder? Und dann hilft das natürlich nichts. Also man kann sich solche Erfahrungen schon zunutze machen, aber es ist zwingende Voraussetzung, dass man eine aktive Regierung hat, die sich das dann auch wirklich zunutze macht. Dann wechsle ich jetzt zu den Fragen im Chat. Die erste Frage von Frau Großenbacher, sehr interessanter Take. Tansania, wie wahrscheinlich ist es, dass man in Afrika Impfungen etc. nicht durchführt? Tuberkulose ist im Westen ausgerottet oder nicht? Das letzte war, Tuberkulose ist ja, im Westen ausgerottet oder nicht. Das stimmt natürlich so nicht ganz. Also wir haben doch ein Tuberkuloseproblem auch. Ja, also das können Sie besser beantworten als ich. Vielen Dank. Ja, der Mediziner kann das mit mehr Autorität sagen. Also, aber es ist klar natürlich, dass in einer ganzen Reihe von Entwicklungsländern natürlich die Tuberkulose breitest verbreitet ist. Also in Indien ist Tuberkulose überall und da ist das natürlich kein Vergleich. Ja. Genau. Dann Frau Bletti schreibt, Sie haben hervorragend gezeigt, wie Religion auf positive Bhutan und negative Weise Indien gegen Corona instrumentalisiert werden kann. Glauben Sie, dass auch in westlichen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, eine gewisse Skepsis und Negationismus dem Coronavirus gegenüber mit einer Art Religion verglichen werden kann, die negativ instrumentalisiert wird? Also direkt die Skepsis gegenüber dem Coronavirus als Religion
Das würde ich jetzt nicht sagen, da würde ich jetzt gerne den Theologen wieder hier haben, aber was man da jetzt als Religion definiert. Aber meine laienhafte Definition wäre eher, dass man sagt, eben in einer Religion gehört eben schon Gott dazu. In dem Corona-Kontext würde ich dann eher von Ideologie sprechen. Das beides kann ja in manchen Kontexten dann in dieselbe Richtung gehen. Oder wenn sich dann einfach die Gedanken so verhärten, dass man sich nur noch einen Weg vorstellen kann. Das ist dann fast glaubensähnlich, aber nicht eben Religion, würde ich denken. Frau Holler schreibt, lassen Sie hier auch Bezüge zur kolonialen Vergangenheit ziehen. Ist die tansanische Wissenschaftsfeindlichkeit, die Abgrenzung zum Westen respektive zum Norden auch so zu erklären? Spezifisch in Tansania jetzt. Was war der erste Satz? Entschuldigung. Lassen sich hier auch Bezüge zur kolonialen Vergangenheit ziehen? Ja, unbedingt. Und ich denke, wir haben das auch in anderen Kontexten, zum Beispiel bei Impfkampagnen und so. Da hört man auch immer wieder, also ich habe ja diese Polio-Tabelle auch, diese Polio-Weltkarte auch gezeigt, dass auch Ängste schon vor 10, 20 Jahren in diesem Kontext in ähnlicher Weise verbreitet wurden und auch nicht nur in Tansania, sondern auch in Kongo und in anderen ehemaligen Kolonialländern. Ich denke, man muss das auch nicht als irgendwie irrational abtun. Die Menschen haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit uns im Norden, oder? Und je nachdem, wie viele Erfahrungen sie hatten zwischendurch, häufig nicht sehr viele, und dann eben Politiker im Kontext, die das immer noch versuchen, vielleicht auszuspielen, um irgendwie an die Macht zu kommen, dann ist es irgendwie naheliegend, dass bei den Leuten immer noch dieses Gedankengut mitspielt. Und auch nach wie vor ist es natürlich nicht so, habe ich so ganz am Rande angedeutet am Schluss, dass alles, was wir sozusagen heute dem globalen Süden bringen, unbedingt so hilfreich wäre. Also das ist auch manchmal etwas zweischneidig. Sie haben kurz die Korruption in Tansania angesprochen, jedoch im Zusammenhang mit dem Klimawandel hat ein Phänomen wie Korruption einen Einfluss auf den Umgang mit einer Pandemie oder auf eine Impfstrategie? Fragt Frau Winkler. Ja, mit Sicherheit, weil einerseits im Bereich Verteilung, also wenn man zum Beispiel medizinische Güter bekommt, wer bekommt die? Bekommen das die Bedürftigen oder bekommen das diejenigen, die besten Beziehungen haben? Ich habe versucht, das auch in diesem indischen Kontext anzudeuten, oder sagen wir mal, es wird vielleicht ganz implizit angedeutet in diesem Text von Arundhati Roy, weil sie ja auch sagt, die Leute twittern dann rum, also die wichtigen Leute, die Elite, oder die twittert rum und versucht, alle ihre Kontakte zu nutzen, um irgendwie an so eine Sauerstoffflasche zu kommen. Und eine Zeit lang ging das, und inzwischen ist die Situation in Delhi einfach so schlimm, dass das jetzt auch nicht mehr geht. Aber bis zu einem, also eigentlich ist das in Indien die Normalität. Und es hat auch Riesenschlagzeilen gemacht in der Presse, als kürzlich ein ehemaliger indischer Botschafter, der in verschiedenen Ländern Botschafter war, eben auch nicht mehr ins Krankenhaus reingekommen ist und vor dem Krankenhaus dann verstorben ist. Und das sind Dinge, die normalerweise die Korruption in den Ländern unterbindet. Ja. Aber also insofern, diese Dinge spielen da rein. Und wenn sich Leute bereichern, dann kann das natürlich auch schon überhaupt den ganzen Prozess der Organisation von solchen Pandemiebekämpfungspolitiken und so durcheinander bringen. Dann funktioniert das eben alles nicht. Frau Grossenbacher fragt noch, wie weit ist darin, dass Modis Rechtspolitik wirklich verantwortlich für die Verbreitung des SARS-CoV-2. Seine zum Teil viel zu harte Aktionen, vor allem gegen die ärmste Bevölkerung, hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Zahlen nahmen ab. Ja, also das jetzt genau zuzuordnen, wie viel jetzt sozusagen Modi schuld ist und wie viel diese neuartige Virusversion schuld ist, das kann man natürlich nicht. Also man kann das jetzt irgendwie wie nicht zuteilen. Aber klar ist eben schon, dass
es auch schon in der Diskussion war, kann man diese Kumbh-Mela zum Beispiel, kann man die zulassen? Die meisten Feierlichkeiten im Rahmen der Kumbh-Mela fanden statt im April erst. Und da hat man gesehen, dass es anzieht, ja. Und man hätte da immer noch sagen können, man macht es jetzt nicht. Und auch Modi hat dann so ganz vorsichtig mal so Äußerungen fallen lassen, so von wegen, ja, man könnte ja auch symbolisch baden. Aber er hat nie gesagt, nein, Leute, jetzt ist wirklich ein Problem. Und er hat erst die Wahlen durchgezogen und er hat eben diese Wahlkampfveranstaltungen gemacht mit Ken Wessing da, die Kampagnen. Und da kommen ja auch Tausende von Leuten jeweils zusammen. Also es ist klar, dass diese Art von Aktionen so einen Virus natürlich massiv weiter verbreiten. Und wenn ich den Leuten dann gleichzeitig noch sage, es ist alles völlig risikolos, es gibt überhaupt kein Problem, weil ich eben mich darstellen will als denjenigen, der Corona besiegt hat, um die Wahlen zu gewinnen, dann kommt schon sehr viel zusammen, was dafür spricht, dass die Politik zumindest sehr stark mitverantwortlich ist für das, was passiert ist. Auch wenn er sich sicherlich nicht ausgemalt hat, wie dramatisch das dann kommen würde. Ich sage jetzt ganz ketzerisch, vielleicht hat es eine Korrelation zu, wie weit weg der Wahltermin ist und wann die Pandemie ist. Ja. Wie die Politiker agieren. Ja. Herr oder Frau Escher sagt, die WHO als internationale Organisation ist leider nur so gut, wie die Mitgliedsländer ihr es erlauben. So können leider sachfremde Aspekte eingebracht werden, wie die mühsamen Abklärungen über den Ursprung der Pandemie zeigen. Mhm. Ja, also kann ich nur zustimmen. Ja, das ist eben so. Oder mit den internationalen Organisationen. Ich denke, es ist sehr gut, dass wir sie haben. Es ist sehr wichtig, weil wenn wir mit solchen globalen Problemen zu tun haben, dann müssen wir uns international zusammensetzen. In der Klimapolitik wird jetzt auch viel diskutiert. Ja, also irgendwie die Klimarahmenkonvention, das hat ja alles nicht funktioniert. Also schauen wir mal, ob das nicht andere Akteure hinkriegen. Und dann guckt man zum Beispiel auf die Privatwirtschaft. Aber man muss sich ja überlegen, wer sind denn diejenigen, die das Lobbying machen bei den Ländervertretern, die dann wieder auf der internationalen Ebene bestimmte Dinge nicht zulassen. Und man kann dann, also ich halte es für wenig glaubwürdig, wenn man dann hofft, dass die dann die Welt retten. Also, und das ist, ich denke, im medizinischen Bereich ganz ähnlich. Und ja, wir können jetzt froh sein, dass zumindest Amerika bei all diesen Dingen wieder mit im Boot ist, weil ja ein ganz wichtiger Player eben sowohl im Gesundheitsbereich als auch im Klimabereich ja lange Zeit eigentlich inaktiv war. Herr Zimmermann fragt, sehen Sie Religion als etwas, das je nach Regierung unterschiedlich instrumentalisiert wird? Oder spielt die konkrete Religion eine fundamentale Rolle? Mir scheint, dass zum Beispiel der Buddhismus eine extrem pragmatische Religion ist und dadurch zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse besser inkorporiert werden können als in anderen Religionen. Also das kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen. Meine Empfindung war eher, dass schon jede der großen Religionen sich in alle Richtungen nutzen lässt. Also zumindest dieses Zitat, was ich da auch gebracht hatte aus dem Bhutan, das hätte man prinzipiell auch in einem christlichen Kontext oder in einem muslimischen Kontext auch bringen können. Aber das sind dann halt einfach unterschiedliche Stränge der Religionsausübung. Und auch da denke ich oft, und da kann man vielleicht auch wieder einen Zeitsprung machen, je nachdem, wie die wie weit entwickelt auch wissenschaftlich, kulturell, dann auch eben von der Gouvernance her die Länder sind. Da geht auch oft dann die Religion mit einher. Also ich meine, wenn wir irgendwie ins Mittelalter zurückgehen und uns schauen, wie der arabische Raum geblüht hat und wie offen da auch religiöse Diskurse gepflegt wurden, und dagegen das Christentum irgendwie in Spanien und in Europa, und heute wirft man dem Islam vor, in weiten Teilen sehr ideologisch und eng zu sein und irgendwie denkt hier, das Christentum in Europa ist so offen und tolerant und so. Also insofern sind dieselben Religionen, die ändern sich auch über die Zeit und je nachdem, wie sie einfach in dem jeweiligen Kontext dann interpretiert werden.
Jetzt geht es in Richtung Demokratisierung und Einfluss davon. Frau Moser fragt, bei der Präsentation der vier Fälle fiel auf, dass je autokratischer ein Land regiert wird, desto schlechter der Umgang mit der Pandemie erfolgte. Kann dieser positive Zusammenhang zwischen Demokratisierungsgrad und Governance auch empirisch beobachtet werden? Was haben Sie Daten dafür? Ja, es kann schon in beide Richtungen gehen. Es gibt immer so Diskussionen oder auch jetzt hier. Man hat ja anfangs dann gemeint, zum Beispiel in China, da könnte man das ja ganz schnell alles in den Griff kriegen, weil einfach von oben dekretiert wird, so und so müsst ihr euch verhalten. Ihr bleibt jetzt alle zu Hause und dann bleiben sie halt auch alle zu Hause. Und das kann man natürlich in einer Demokratie nicht so einfach machen. Also man kann es auch dekretieren, aber wenn es dann nicht gemacht wird, also die Leute halten das nicht unbedingt immer dann so strikte auch ein und es wird halt auch meistens nicht so drastisch dann durchgesetzt. Also insofern, also was es schon gibt natürlich, sind auch die Überlegungen und es gibt ein dickes Buch zum Beispiel von den amerikanischen Ökonomen Acemoglu und Robinson jetzt dazu, die generell eben sagen, Governance, good Governance und also demokratische, freiheitliche Systeme und alles Mögliche, was dann eben funktioniert in einem Staat, das geht irgendwie Hand in Hand. Aber wir haben auch durchaus Beispiele, eben wo sich Länder lange überlegt haben, ja, kommen wir vielleicht gerade deswegen nicht voran, auch wirtschaftlich, weil wir eben nicht einfach Sachen durchziehen können. Also das ist eine viel diskutierte, aber nicht so ganz eindeutige Situation hier, wie da die Korrelationen liegen. Vielleicht kann ich da gleich einhaken oder nachfragen, was mich umgetrieben hat, schon beim ersten Beispiel. Eben, Sie haben ja gezeigt, dass Bhutan in Anführungs- und Schlusszeichen gut abgeschnitten hat. Und ich habe mich schon gefragt, was können wir, müssen jetzt nicht darüber streiten, ob die Schweiz gut oder schlecht reagiert hat, aber können wir irgendetwas mitnehmen, was Bhutan gemacht hat, wo, sage ich mal, im demokratischen Sinne wir auch implizieren könnten, wo man einfach sagen muss, haben die besser gemacht? Haben Sie da ein konkretes Beispiel, wo man sagen könnte, dass bei der nächsten Welle oder bei der nächsten Pandemie sollen wir das übernehmen von Bhutan? Sie haben es halt offensichtlich geschafft, schon vorab ein ganz starkes Vertrauen in die Regierung zu schaffen, oder? Während wir natürlich hier, wir hatten irgendwie sehr unterschiedliche Akteure, die in sehr unterschiedliche Richtungen gezogen haben. Sie hatten auch nicht verschiedene Lobbys mit verschiedenen Interessen, die sich dann versucht haben durchzusetzen. Sie hatten jetzt keine Tourismuslobby, die massiv gesagt hat, wir wollen aber aufbehalten, oder? Sondern die Menschen haben dann ihrer Regierung tatsächlich einfach Vertrauen geschenkt und gedacht, die werden das schon richtig beurteilen, oder? Das ist wohl schwer was man so einfach so, wo man einfach den Schalter umdrehen kann, oder? Das ist sowas, was sich ganz lang erarbeitet und erarbeitet werden muss. Und ich glaube, grundsätzlich haben die Menschen ja hier in der Schweiz durchaus nicht wenig Vertrauen in ihre Regierung. Also ich denke, wir stehen da eigentlich auf dieser Skala schon relativ positiv da und insofern waren viele ja auch sehr erstaunt über dieses Hin und Her, was es dann jetzt hier gegeben hat. Also viele, auch Kollegen aus Amerika und sonst wo, oder, die haben alle gedacht, was? Wir dachten, ihr seid schon längst voran mit dem Impfen und so weiter, nicht? Also das hat auch zu Erstaunen geführt. Schwer zu sagen, warum das dann gerade hier so doch dann in dem Fall nicht so durchgeschlagen hat, ja. Da passt eben jetzt gerade auch die Frage von Herrn der Frau Escher dazu. Die Governance in der Schweiz wird ja als optimal angesehen. Dennoch wurden anfänglich völlig falsche Meinungen veröffentlicht, zum Beispiel, dass Masken nicht nötig seien. Auch bei uns gab es religiöse Kreise, die aus religiösen Gründen zum Beispiel keinerlei Gefahr sahen, am Abendmahl teilzunehmen. Sind wir also doch nicht so verschieden wie von Entwicklungsländern? Ja, also ich denke, es lassen sich durchaus bei allen möglichen Dingen hier auch Beispiele finden. Ich denke nur, wenn wir dann so Fälle nehmen, wie eben zum Beispiel Tansania oder auch das, was ich teilweise von Indien gezeigt habe, dann ist es einfach nur noch viel extremer ausgeprägt. Aber klar ist, dass wir auch hier fundamentalistische religiöse Strömungen haben, die ja im Extremfall vielleicht ähnlich argumentieren würden wie hier der Präsident Mugufuli. Also, aber man hört es einfach nicht so oft und es wird dann vielleicht auch etwas leiser gesagt. Also es ist nicht die Staatsmeinung natürlich. Und dann bis jetzt die letzte Frage von Christoph Riedweg. Wir haben in Tansania eigentlich die religiösen Autoritäten auf die Instrumentalisierung der Religion durch Mugufuli reagiert.
und reagieren die Hindu-Gemeinschaften durchgehend positiv auf den extremistischen Hindu-Nationalismus von Modi, oder gibt es inzwischen auch Bruchlinien innerhalb von Modis eigener Glaubensgemeinschaft? Man fragt sich ja manchmal, wo Gandhis Erbe verblieben ist. Sind wir wieder bei Indien am Schluss. Ja, sind wir wieder bei Indien am Schluss. Aber wie war das erst? War es jetzt nochmal Tansania, oder? Genau, ja. Da, jetzt ist es mir... Wie haben in Tansania eigentlich die religiösen Autoritäten auf die Instrumentalisierung der Religion durch Magufuli reagiert? Ja, also soweit ich das mitbekommen habe, haben sie das halt mitgemacht. Also ich meine, man hat einfach da niemanden mit Maske gesehen. Es gab ja auch keine Zahlen. Die Regierung hat gesagt, die Krankheit ist nicht da. Was sozusagen dann unter der Hand gesprochen wurde, weiß ich nicht. So gut sind jetzt meine Beziehungen nicht nach Tansania. Im indischen Kontext, da würde ich sagen, also die allermeisten Hindus sind ja nicht irgendwie in einer Form jetzt organisiert und hängen solchen Gemeinschaften an. Aber die BJP hat halt sehr enge Bezüge zu einigen dieser Gruppen. Die haben das schon gefordert, dass eben diese Kumbh-Mela jetzt stattfinden kann und die fördern eben auch diesen Diskurs Anti-Moslems, wo dann ja auch das Kuhschlachten irgendwie jetzt denen angehängt wurde und da auch also die Leute verfolgt wurden für Dinge, die einfach erfunden oder solche, also das ist einfach eine Stimmung, die im Augenblick insgesamt sehr stark hochkommt da. Aber das ist natürlich nicht so, dass die von allen Hindus geteilt wird. Es gibt sehr, sehr viele, eine sehr große Zahl von Menschen, die wissenschaftlich denken, von Hindus, die wissenschaftlich denken. Es gibt auch Christen in Indien, die auch diese Idee haben, dass Gott sowieso alles lenkt und man sich nicht schützt. Also es gibt irgendwie in Indien sowieso alles, habe ich oft das Gefühl. Aber einfach diese Verquickung dieser extremen Position mit der Regierungsführung Modi, das ist eben das Gefährliche und das ist eben das, wo ich auch denke, was das Land echt in Gefahr bringt und was die indische Demokratie im Moment auch echt in Gefahr bringt. Ja, dann hören wir, ich weiß auch nicht, mit einem positiven oder negativen Outlook oder Ausblick auf, aber ich glaube, wir haben sehr viel gelernt heute Abend, es war sehr spannend, also besten Dank, Frau Professor Mikhailova, nochmals. Diese ganze Governance-Geschichte, die sich das durchschlägt, wirklich zum Teil mit, zum Teil ohne Religion, jetzt am Beispiel von Covid, aber eben interessanterweise eben sehr wohl auch bei ganz anderen Katastrophen, und ich glaube, das ist auch die Allgemeingültigkeit, die weit über Covid hinausgeht, weil die anderen Katastrophen, Covid ist hoffentlich bald mal vorbei, aber andere Katastrophen sind im Gange, kommen noch, vergehen, was auch immer. Also von dem her ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, das war sehr spannend. Ich hoffe, es hat auch Ihnen zu Hause so gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Ich möchte noch schließen mit dem Hinweis auf die nächste Veranstaltung. Sie können auch wieder sich auf eine sehr spannende, was kann man anders erwarten beim ZAZ, Veranstaltung in einer Woche freuen, und zwar zum Thema Pandemiearchive Kino. Ein kleiner Parcours von Professor Elisabeth Bronfen, englisches Seminar, Universität Zürich. Nicht im Kino, habe ich mir sagen lassen, sondern wieder auf Zoom leider, Covid-bedingt, aber sicher auch ein ganz spannendes Thema. In dem Sinn nochmals ganz herzlichen Dank für die Präsentation und für die, fand ich auch sehr spannende und wichtige Diskussion. Und ich wünsche Ihnen nochmals im Namen von allen hier Beteiligten einen schönen Abend. Dankeschön. Danke auch.